So, weiter geht's mit Pokémon. Und ja, unseren Pokédex haben wir erhalten. Und jetzt geht's weiter mit unserem Abenteuer. Wer bist du? Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Warst du gerade im Pokémon-Labor, ja? Ja, klar. Dann hast du bestimmt auch ein Pokédex bekommen. Auch das habe ich bekommen, ja. Ich kann euch einfach nicht anlassen, uns neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas mit in die Arme zu greifen. Hier, das ist für dich. Guck, ein Trank. So, genau. Ich glaube, 20 KP war das, die aufgefüllt werden. Genau. Wir sollen mal wieder Leute ansprechen, damit wir auch Items bekommen. Ich werde nicht mit jedem quatschen, aber ich werde es wie möglich holen. Möglich machen. So, was willst du jetzt von mir? Sven hat den Pokédex auf deinem Smart-Rotom installiert. Stimmt's? Da geht es jetzt richtig los. Super, ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Das werden wir jetzt machen. Das haben wir jetzt wirklich begriffen. Die ersten zwei Folgen waren natürlich erstmal ein bisschen Vorgeplänkel. Klar, Starter-Pokémon, Pokédex und alles drum und dran. Das dauert immer alles ein bisschen. Das kennt man ja von den ganzen Pokémon-Abenteuern. Und dann geht's das so jetzt so richtig los. Ja, wenn der Team erschöpft ist, dann sucht ein Pokémon-Center aus. Das sind die Gebäude mit dem roten Dach, wie hier rechts zu sehen. Zeigst du mir bitte nicht jetzt ein Pokémon-Center? Ich spiele seit 5 Jahren. Gut, okay, nochmal. Es sind immer mal wieder Leute dabei, die jetzt das erste Mal mit Pokémon einsteigen. Auch hier mit der Generation 8, die wissen das nicht. Und deswegen tun wir gerade mal so, als wäre das ganze Ding für uns neu. In Ordnung, da passt mal auf. Also, diese junge Dame, die hinter dem Tresen steht, nein, die schenkt kein Bier aus. Das ist die Dame, die die Pokémon wieder fit macht. Hier am PC können wir auf jeden Fall Pokémon, die wir gefangen haben, mitnehmen und alles drum und dran. Weil man kann ja nur 6 Pokémon mitnehmen, wie bekannt. Hier, der Herr, das war früher mal ein eigenständiges Gebäude, das ist der Pokémon-Supermarkt. Der verkauft nützliche Dinge, wie zum Beispiel Beleber, die man hinten sieht. Dann irgendwelche Tränke und Schutz und Honig, Fluchtseile. Oh, Evolutionssteine sind oben rechts zum Beispiel. Das links in der Mitte, das kann ich nicht sagen, das sind violette, das sind Tränke. Und natürlich Pokebälle. Das andere kriege ich jetzt gerade nicht hin. Die ganzen Kapseln, das müssten hier Verteidigung plus sein und Angriff plus und sowas. Ne? Ja, X-Angriff, X-Verteidigung und so. Ich spiele halt ja Angriff, X-Verteidigung. So Dinge halt. Also Drogen für Pokémon. Gut. Ja, außerdem wollte ich ein Hals gerettet. Okay. So, dann habe ich euch mal ganz kurz ein bisschen was erklärt. Geht ja relativ schnell. Und wir gehen jetzt zur Route 2. So, die Frage ist, müssen wir überhaupt unsere Pokémon heilen? Kleiner Tipp übrigens für die Leute, die ein bisschen Probleme haben. Ich weiß, bei der Switch ist es halt immer so der Fall gewesen, dass ein linkes Stick zwischendurch mal nach links gezogen hat. Ich habe das ganz einfach behoben, also viele Leute haben gesagt, ja, einschicken und alles rum und dran. Das geht aber ganz einfach, holt euch einfach irgendwo im Baumarkt oder wie auch immer eine Flasche WD-40, sprüht da ein bisschen drüber und dann ist das Thema schon erledigt. So habe ich es irgendwie so hinbekommen. Ich hoffe, dass das Problem jetzt nicht weiter behebt. Wer hat das in einem Pokémon? Jetzt wird Pikachu hat man das, sonst wieder nach links gezogen ist. Von alleine, das tut er jetzt hier nicht mehr. So, und du hältst uns mal wieder auf. Sag mal, wenn ich drin hast, die Arena-Challenge ja doch einen eigentlich muss, oder? Also es gibt keine... Ja, doch, gibt es schon. Also herkömmlichen Arena-Kämpfe gibt es natürlich endlich wieder. Besser zumindest als das, was wir in Alola hatten mit den Prüfungen und alles, wo man geht. Alola, die habe ich nicht als Play-Version, die habe ich privat gespielt. Aber wie gesagt, diese Pokémon kennen wir auch die so und so. Sonne, Mond, Ultra, Sonne, Ultramond. Es gibt der, der diese Prüfung und alles rumgenommen hat. Hier gibt es wieder quasi Arena-Challenge und alles. Und das erklärt er sich, was das überhaupt ist. Was ist die Arena-Challenge? Ja, du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Mann, Noob. Also, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Also, um sich für die Teilnehmer zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungs. Hier könnte man jederzeit einen ausschalten, aber leider stellt er sich quer. Deshalb würde ich jetzt die Professorin im Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Da können wir jetzt gegenseitig anspornen. Die echte Rivalen. Die Professorin wurde am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unter dich nicht zu trinken. Achso, das war gar nicht die Professorin. Hier ist das jetzt gegeben mit den Pokédex. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt die Professorin gewesen. Die sehen wir jetzt auch kennen. So, würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt gleich irgendwie kommt, wie man Pokémon fängt. Wir sind in Route 2 und da steht auf jeden Fall schon Hoppy da und der wird es dir zeigen, wie man Pokémon kämpft.
das leidige Thema zu Beginn jeder Pokémon-Edition. Ja. Sag mal, weißt du schon, wie ein Pokémon fängt? Was ich erkläre es dir. Stopp, ich erkläre es dir. Wenn Pokédex füllen will, so schieße ich auf Witz, wie ein Pokémon fängt. Leute, ich weiß es. Deleon. Jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an und jeder Typ hat Stärke und Schwächen. Ja, meines Wissens gibt es nicht viele Pokémon, die gar keine Schwäche haben. Ich weiß gar nicht, ob es nur eins gibt. Früher war es Krippuk, aber Käfer ist ja gegen Unlicht effektiv. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt ein paar Pokémon, die tatsächlich ohne Schwäche sind. Aber ich weiß es ja nicht. Ich finde es gerade spontan. So, er zeigt uns, wie man es kämpft und hat einen Volley auf jeden Fall gegenüber und sein Mikro ist gezählt. So, ja. Da, mit dem Tag wirst du nicht viel mehr als ein Pokémon, der hat 50 Stück. Ach cool, hier kommen wir dann ganze Pokémon. So. Natürlich funktioniert das auch ohne Pokémon zu schwächen. Wie soll das anders sein? Gut, wir kriegen jetzt erstmal unsere Pokéball. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich beginnen, Pokémon zu fangen. Ich werde übrigens tatsächlich alle meine Teammitglieder versuchen, mit Pokéball zu fangen, weil es dann einfach ein bisschen besser aussieht. Also ich achte ein bisschen nicht nur auf die Geschlechter, sondern auf die Fangwelle. Ja, genau. Bekommt euer Teambefehl übrigens auch erfahren, also alle Pokémon auf jeden Fall. Stellt euch Anträge an, die unterwegs treffen, euer Team zu trainieren. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr aussuchen werdet. Ja, das kannst du auf jeden Fall sagen, gespannt sein. Wie gesagt, ich weiß es selber noch nicht alle. Ich kenne, wie gesagt, so 3-4 Stück. Ich weiß nicht, wie viel Team ziehen werde. Aber, ja, schauen wir mal. Da ist schon das Erste. Ein Gala-Zickzack. Ich sag dir, es gibt einige Sonderformen. Und Galaxy-Klasse gehört auf jeden Fall auch dazu. Du bist Level 7, du bist männlich, perfekt, passt. Ist übrigens ein Unlicht-Normal-Pokémon. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch ein Unlicht-Pokémon. Ich werde es ausprobieren. Einfach mal. Ich habe es noch nie probiert. Und das sind ja so Pokémon, wo ich sage, probieren wir es einfach mal. Mit Weg. Warum nicht? Das ist. So. Bälle könnt ihr ganz einfach mit X werfen. Also drauf damit. Ich sag's das mir. Ja. Das ist ziemlich wie Bam. Ich sag ja 3-4 Stück kenne ich mittlerweile. So. Zickzack ist gefangen worden. Mikro brauchen wir nicht. Unbedingt. Und wir kriegen einen Antrag für unser Zickzack. Wie gesagt, und nicht normal Pokémon. Ist übrigens egal der Form, ja. Ich weiß. Und wir haben unser erstes Teammitglied. So, okay. Dann haben wir hier Micro Raffel Kleptifuchs. Kleptifuchs ist jetzt auch ein Pokémon von dem Unlicht. Für den Fall, dass ihr Bock habt, es zu fangen. Lohnt sich eigentlich auch tatsächlich. Aber wir haben uns jetzt für Gala Fixax entschieden. Und ja. Schauen wir mal, was dieses Pokémon so kann. Und Zenzek, der überlebt immer Glut. Das ist... okay. So. Ich hole aber die ganze Weile auf den Kopf, bis wir unser nächstes Jugendlich finden. Übrigens hat... Zigzags in Gala, also in dieser Region, noch eine dritte Entwicklungsstufe. Deswegen habe ich auch das ausgewählt. Und wir haben unseren ersten Trainerkampf, der nicht unser Rival ist. Timmy, der kleine Knirps mit einem Raffel, das was er unser T-Shirt auch hat oder das Pullover hat. Oder ist das Raffel-Pullover? Ist das richtig? Man erkennt sich, ich glaube, es ist mal ein Gabia. Das ist ein Level 6er. So, okay.
jetzt hier machen. Also wir haben so ein trainieren auf jeden Fall müssen. Ziemlich gut, okay. Hatte nur Raffel. Ja, es ist tatsächlich eins. Und der Poli da hatte. So, ich trainiere jetzt. Zieh zwar meinen Zickzack ein bisschen hoch. Weil das muss ja auch trainiert werden. Ja, ich werde etwas Außergewöhnliches Team nehmen, die nicht vielleicht nicht jeder nimmt. Zickzack gehört definitiv dazu. So. Da waren jetzt andere Pokémon. Route 2 sind wir jetzt ganz mittlerweile. Und hier gibt es richtig viele Pokémon zu sehen. Im hohen Gras. Micro, Raffel, Kleptifuchs, Zigzag, Kami, Habs, also das heißt das blaue Wasser-Pokémon, muss ich sagen. Was ihr hier seht, gesehen habt. Da ist es. Übrigens, Pokémon laufen auch gerne mal hinterher. Und das erste Pokémon mit einem hinterherläuft. Ist Bluturzel, auch ein Pflanzenwasser-Pokémon. Also, aber auch das werde ich definitiv, ich werde ein anderes Wasser-Pokémon ins Team ziehen. Dann irgendwann, beziehungsweise Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon, weiß ich gar nicht, ob ich das haben will. Genau. Was habe ich noch? Habe ich vergessen, dass noch irgendwas? Was versteht Sensei, Kodok, Micro, Luturzel, Samuzel gibt's auf Schwert und Felilu, ebenfalls auch nicht Pokémon aus der Pokémon Schwert und Schild. Ich kenne die Region leider nicht mehr auswendig. So, da unten sind wir ein Trainer. Oder eine Trainerin. Können wir theoretisch umgehen, aber wir brauchen ja Erfahrungspunkte. Nee? So, Gyurimaya mit einem Kamehap. Das, was ich euch gerade mal angesprochen habe. Du bist Level 6. Okay, ich fange mit Sandwirbel an, um zumindest seine Genauigkeit mal ein bisschen zu ziehen. Also runterzuziehen, ja. So. Aua. Hof. Scheiße sowas. So, Silberblick. Verteidigungswert. Runter. Ha. Verfehlt. So. Und dann gehen wir auf Tackle. Step Attacker. Bam. Normal. Na gut, noch ein Viertel, ne? Ein Viertel sein. Ja. Wenn ich Glück habe, gibt es noch eine Attacke. So, du wirst noch daneben geschlagen. Das ist gut. Komm, wir haben es übrigens einen. War doch ein bisschen leer. Ein Gesteins. Oder Wassergesteins-Pokémon. Ist jetzt nicht so der Bringer, wenn ich ehrlich bin. Auch das habe ich durchaus mal ausprobiert. So, Hauptbereich Level 10 und Zigzags bleibt bei Level 7 momentan noch. So, und das ist jetzt tatsächlich. Ach genau, wir haben hier noch einen Trainer. Machen wir so einen Knirps. Knapp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Nein. Das musst du nicht tun. Er hat einen Sensor. Können wir mal ein bisschen gucken, auf die Uhr. Oh, wir sind bei 12 Minuten. Ich muss mal gucken, wo wir halt anfangen. Sache zu trotzdem 20 Minuten. Oh, das war äußerst effektiv. Und dann noch ein Volltreffer hinterher. Geil, mein Zickzack ist down. Du kleiner Wurm. Du kleiner Wurm. Du bist doch jetzt nicht.
gerechnet, dass er sowas kann. Und so früh am Anfang, vor allem Level 5. Normalerweise können die auch dickeren Fadenschlüsse holen, aber der wollte doch ein bisschen mehr. So, das Cat, die Fuchs noch. Das steht nur unnicht mit das sein. Uff, damit. Oh, ich jetzt gut habe. Ich ziehe hier hinter einem der. Jawohl. Reicht, um diesen Kampf zu entscheiden. So. Gut. Erledigt. Wir können die Knirps. So, und das scheinen wohl die Professoren zu sein. So. Genau, wie Sie kennen, haben Sie bereits alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens. Ja, was ist das denn? Ah, genau, Dynamax, ja, war das genau. Also, das, was wir damals gesehen haben. Wie sie Vorschau, diesem Schaukampf und alles, was da sein Glorak eingesetzt hat. Auch dieses Dynamax, das werden wir dann irgendwann kennenlernen. Und, einsetzen. So, ich befürchte, davon bin ich weiterhin. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich meine Enkel dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Wo bist du? Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich gar nicht bemerkt, dass sie besucht haben. wer, was, wo? Oh, Magnolika. Das ist die Professorin und die Großmutter von Sanya. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, Simon Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. So. Was ich da hab, dann wollte ich ja dein Gesetz bekommen. Wie schön. Und du musst kämpfen sein. Meine Enkelin Sanya hat ja eine Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Es liegt jetzt an dir, ihn zu vervollständigen. Kev, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Nein. Nicht so wirklich. Also, klar, privat schon, ja, aber mit Play hatten wir das noch nicht so ganz. Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Jetzt werden wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch die Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch im Pokémon drin. Ah, nervt der manchmal. Ja, schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und weiter den Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Arena-Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Ich weiß nicht, dass Sie daran teilnehmen, Dilion. Aber Kev sind vor kurzem Trainer geworden. Also, so schnell ging das noch gar nicht. Sie sind einfach zu unerfahren. Ach so, da war das wahrscheinlich auch dein Traum, dass das Galle irgendwann hier einmal die Region mit nicht lässt, sondern der Welt wird. Ja, da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Ah, der freut sich schon. Ob er so ein kleiner Wirbelwind auf jeden Fall, der. Ja, sehr hyperaktiv, auf jeden Fall. Kann kaum Dinge erwarten, also so eigentlich so wie ich. Ja, na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe nur haben. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem ihr ganz anders gefühlt habt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Dafür mache ich natürlich auch eure Pokémon mit. Ey, cool. Wir dürfen nochmal gegen ihn kämpfen. Ja, wir nehmen den Kampf natürlich gerne mit, weil wir brauchen ja dringend Erfahrungspunkte, um unser Team noch ein bisschen zu stärken. Mit den beiden Pokémon in dem Level werden wir noch nicht ankommen. So, wir müssen jetzt raus. Weil wir sollen ja kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir müssen speichern zum Spiel automatisch. Da oben steht ja gerade der Speichervorgang. Also, da, ich dachte, wir sind die zwei gelaufen. Gut. Ja, ich will der beste Trainer überhaupt werden. Aber ich verbrauche diese Empfehlung. Jetzt wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen denen und den Kampf zeigen, was uns so steht. Überzeugen wir davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay, los geht's. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgegenlassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. So kann ich meinen Ruf als Dir und die Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Das ist anscheinend nicht zufrieden. Hört ihr? Na gut.
So, wir dürfen nochmal gegen ihn kämpfen jetzt. Das wird auch das Letzte, was wir tun werden in dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann auch jetzt so richtig los. Mit diesem Let's Play, wenn wir noch ein bisschen trainieren und alles umgenommen. Hast du das mal viel vorgepickt, ne? Dann irgendwann kommen wir auf die eigene Geschichte. So, das ist du. Okay, hier drauf. Sandwirbel. Sechs. Jawohl. Viel Zicke. Na, zwei Drachen brauchst du noch, definitiv. Ja, jetzt brauchst du wahrscheinlich drei. Ja, ich denke, dass wir noch eine Minimum brauchen jetzt. Das fehlt, das ist gut. Ja, doch noch. Aber du verfehlst wieder, jawohl, ja. Welcher kann man nicht einsetzen? Also Geisterattacke ist nochmal gegen nochmal Pokémon wirkungslos. Da wird auch nochmal nie rausfliegen. Und Level 8 für Zickzacks. So, nächstes Stimpep. Da will man Hoppe einsetzen, also Feuer gegen Pflanze. Feuer hat natürlich klar einen Vorteil. Weiß man ja. So. Und dann packen wir die Blut hinterher. Fürs Chip-App. Nein, noch nicht ganz. Ich dachte, es würde reichen. Ja, natürlich. Ich bin Profi halt nicht. Ja, also jetzt kommt unser Wildbuch auf 14 Grad. Jetzt sitzt er wahrscheinlich im Pflanzenkraft. Nee, ich weiß gar nicht, wie das ist. Zweigstoß. Genau. So. Bisschen Pep und der Kampf ist klar für uns im Team. Und Level 11 für Hoplo. Ich glaube, Level 17 oder so. Ah, der hat noch eins. Hat doch ein Micro, hat drei Pokémon, okay. Da hätte ich mir davon ausgegangen, dass er zwei hat, aber er hat sich ein Micro gefunden. Ach, der Film ist gerade frisch. Ja, ich weiß ja, wo ich meine Pokémon von würde. Ja, Micro noch nicht ganz down. Jetzt setzt er Pizza ein, ist gerade wieder Schnabel auf Gala. Damit Wassers, dieses Mal. Und wir haben unseren zweiten Rivalenkampf gezielt. Ja. Ja. Alter, hat man die Würfel diesmal doch die perfekte Kombi und alles. Bringt nichts, wenn du nicht kämpfen kannst. So, kämpfe den echten Nerven aufreiben und als Gewinner rast du mal verrückt aus und Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so, denn im Endeffekt macht es wieder Kampfstärker, oder? Richtig. Gut. Damit müssen wir jetzt eigentlich das Empfehlungsschreiben bekommen. Also, was für ein Kampf. Kämpf habt, fehlen die Worte. Damit habt ihr euch bei einer Empfehlung für die Arena wahrscheinlich mehr als verdient. Okay. Ah, hier gibt es beiden. Okay. Ich dachte, warum gibt es jetzt die mehr? Die verloren. Okay. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Das heißt, unser Abenteuer kann wirklich jetzt demnächst losgehen, nämlich morgen in der nächsten Folge. Dann auf jeden Fall, wie gesagt, wir machen euch Feierabend. Also hopp, früher hatte ich das Gefühl, dass du dich auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Berufstechnik für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, mit die du mit der Warenleistung und Skill auf nichts zu tun hast. Habe ich heute so einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dann kannst du das auch nehmen, glaube ich, mit 30 Kräften. Davon würde ich mehr sehen. Ja. Hast du es gehört? Das ist auch sofort trainieren, was das Zeug geht. Genau, das machen wir auch. Versuchen wir, den uns zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei. Klasse! Bei einem Rivalen wie dir fällt mir das Ring gleich viel leichter. Was denn? Eine Sternschnuppe. Was zur Hölle ist das? Ey, du Raffzahn, gib mal irgendwas mit her. Hallo? Hey, schau das an. Ist das nicht ein Wunschstern? Das sind sogar zwei Wunschsterne. Ja, den kannst du haben. Aber sie gibt uns was ab. Habe ich nichts gesagt. Ja,
Genau. Die Galle verstattet Steine, denen eine ganz volle Energie gewonnen. Es wird erzählt, Wünsche gehen erfüllen, wenn man sie aufsammelt. Mit seinem Wunsch dann kann man Pokémon dynamaxieren. Dazu werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. So ein Wunsch, eine Lande vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hin. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich drei Medaillen gewünscht. Jetzt geht es um Wunsch bestimmt in Erfüllung, wenn man so einfach wäre. Ja, Wunschhände zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ja ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Wollt ihr beide mir die Wunschhände für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie ist die Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, Rückkehr von mich wäre einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamax ziehen können. Jetzt begegnen wir im Schwimmwald, diesem Werk von Pokémon, und dann fallen uns über zwei Wunschhände vor die Füße. Ja, viel erlebt heute. Es war ganz bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Ach, also nach dem anderen junger Mann. Spart deine Energie für morgen, wenn eine große Reise beginnt. Ja, unsere beginnt auch erst morgen. Ah, was ist denn hier los? Sieht so gut aus. Kommen wir gerne nach Hause. Hallo, ich will Feier machen. Ist doch mit uns Abend, oder? Ich bin vor kurzem mal auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Oh ja, Curry. Gut, unser Team ist wieder geheilt. Das ist meine gar nicht mal so schlecht. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühsteher. Sag mal, du hast doch erwähnt, dass ihr irgendeine Wirkung von den Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Ich kämpfe an einem Leben gegen einen Pokémon-Kämpfer, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin dabei bewusstlos geworden, kann mich so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch. Kämpfe und hopp. Was kriegen wir jetzt? Ah, Dynamax-Band. Sehr gut. Damit können wir unsere Pokémon dann Dynamaxieren. Genau, da sind die Wunschjahre drin, die wir gestern bekommen haben. Oh, danke. Ich bin verrückt. Das sieht ja genauso wie das von meinem Bruder. Damit kann ich für den Pokémon jetzt halt Dynamaxieren, stimmt's? Eins hat dem anderen jemand. Ich kann den Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Ich meine, dass das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz einfach ist das nicht. Es müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuerst solltet ihr rumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So wird ja auch im Handumdrehen im Pokédex. Eigentlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, wir machen Wettrennen bis zum Bahnhof. Okay, los geht's. Nö, ich spiele das Spielchen gerade nicht mit, weil ich mache hier wirklich jetzt Feierabend. Es ist wirklich Zeit, liebe Leute. Die Folge ist schon wieder zu lang. Ja, wie gesagt, morgen geht's weiter um 18 Uhr, dann erkennt das ja wie immer. So, ich speichere hier gerade kurz. Und dann sind wir durch. Bis morgen auf jeden Fall bei Let's Play Pokémon. Shit.